Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ausgeschlafen? Ich ja. Ich auch, ey. Ja, guten Morgen. So, gehen wir mal den Tagesablauf nochmal durch hier. Wie haben wir mal wünscht. Da fährt Alex einmal noch mit, weil da noch Blecharbeiten gemacht werden müssen. Oder weiß ich, Rinne war das, ne? Gut, Goldberg ist auch soweit klar. So, ja, dann haben wir mal Schmücker dann mit dem Abriss, aber das haben die meisten, glaube ich, gestern mitbekommen, dass wir da mit zwei Kränen da arbeiten werden. Das ist jetzt nichts Wildes. Sah gestern irgendwie auch anders aus. Also Wetter sieht nur morgens aus, aber da die Jungs die Notlöcher da quasi vorbereitet haben, wird das nicht das Problem sein. Das heißt Ziegel, da können wir den Dachstuhl schon teilweise abreißen, weil die Konstruktion in sich ziemlich gut steht. Quasi. Deswegen gehen wir einmal von der Seite mit Lucky und von der Seite, je nachdem wer da Kran fahren wird, fangen wir halt an. Und der andere Kran steht hier bei den Nachbarn, haben wir abgeklärt. Kann ich gleich nochmal zeigen. Hier auf der Seite und die Mullen stehen ja alle hier vorne dann. Ne? Wir haben einen Anhänger hier für die ganzen Sparren, für Marcel einmal und dann zwei Abrollcontainer, die hier stehen, die von diesem Kran hier dann halt beladen werden müssen. Dann, ne? Und dann haben wir den Kran hier stehen, aber da steht auch ein Abroller für die Mulde dann. Ne? Wie gesagt, dieser Teil bleibt stehen vom Flachdach, die Schornsteine sind ja schon alle weg. Das heißt, nur die Mansarde in dem Bereich, also quasi bis hierhin, wird einmal komplett dann halt abgetragen. Dann, ne? Also wie gesagt, abgestützt ist der Giebel schon etwas. Das heißt, wir fangen halt hier an abzudecken mit den Ziegeln und irgendwann den Rückbau von dem Dachstuhl da. Ne? Müssen wir da irgendwas machen? Wir müssen noch drei Schuttkübel mitnehmen, weil wir eine sehr große Schuttmulde da haben. Aber was machen wir denn da heute? Heute machen wir Kasala-Abriss. Alles runter, alles runter. Heute wirst sogar du dreckig. Mhm. Bist du da oben auch Sischi? Okay, ich sag mal Flo Bescheid, dass er gleich noch sofort kommt. Vielleicht geht er nochmal beim Abstern hin. Wir wollen gleich losfahren. Okay. Wo bleibt der Zerker jetzt? Ja, Staplerfahren muss gekonnt sein, ne? Ja, mit den gebe ich mir kleinen Dingen zufrieden. Gleich kommt er. Zerker! Zerker! Ja, Leute, ich schick das Land, ey. Ja? Abfahrt! Kommen Sie, kommen Sie! Entrance! Geht's los? Es geht los. Wird doch Zeit. Hast du dich angeschnallt, Carsten? Nee. Besser für die Sicherheit. Sagen wir einfach mal, du bist angeschnallt. So. Ich hoffe, es regnet heute nicht. Natürlich drei super Tage als Abrissding ausgesucht, ne? Ah, guck mal, wer da kommt. Moin! Na, wie motiviert bist du? 1 bis 10. 1 bis 10. 3. Komm, wir machen Drag Race. Zigelo? Ah, na, komm, fuck. Er kommt mit Kran. Hi, guten Morgen, Chiche. Hi. Jetzt bin ich jetzt aber sehr verletzt. Keine Kaffeesonne. Nee, heute nicht. Lass das zu, Chisi. Ja, komm, weil es Carsten ist. 5 Euro, genau. Und einen Kaffee, bitte. Voll nervös. Oh. Hallo. Du sollst das nie wieder sagen. Und du Schuhabzockerin. Ja, wirklich, ehrlich. Die waren ein Geschenk. Klar, sehr gerne. Was ist wegen Gold das? Ich bin sehr gerne ausgegeben. Hallo, wegen Gold. Danke. Ciao. Keine Becher. Tschüss. Es geht los. Endlich zur Baustelle. Au. Oh. Top. Du wirst den anderen Kram fahren. Geil, ganz Kram fahren. Gefällt mir außerordentlich, Siggi. Gefällt mir außerordentlich. Was da heute die Besonderheit ist, dass da ein altes Dach drauf ist und dass wir alles wegklatschen, was geht. Und das an einem Tag. Mit zwei Krähen. Gleich zwei? Ja. Beide Spuren. Sehr gerne, beide Spuren. Fullgas. Besonderheit ist, dass wir das da wegmachen und da kein Dach mehr sein wird, aber darunter ist Wohnraum. Und das ist eine Kunst, das hinzukriegen, weil wenn da Wasser reinläuft, dann ist natürlich echt scheiße für die. Aber habt ihr aber da schon vorgearbeitet? Natürlich. Ja. Wir haben da eine Konstruktion vorgebaut, dass wir direkt Plan spannen können und alles nach außen hin ableiten können. Extra neue Planen dafür geholt. Das ist auch alles 100% safe ist. Mein Job? Ja. Das Ganze zu koordinieren und
mal ein bisschen zu planen und wir würden jetzt auf jeden Fall die Teamaufteilung machen, weil wir von beiden Seiten anfangen abzureißen und ich werde mit beim Abriss bei sein. Aber es sind auf jeden Fall mehrere Leute da, ne? Ja. Wie viele? Wir sind jetzt erstmal 7. Danach kommt ein Kollege nochmal vorbei, also insgesamt dann zu 8. Das wurde von dem Banner da gemacht. Gute Werbung vor allen Dingen. Das ist echt gut. Alter. Ey, was ist denn das jetzt hier? Das sind heftige Funkgeräte, Alter. Kannst du vielleicht dieses Heftige und wegballern und wenden und... Das ist schon ein bisschen ganz ernst. Warum? Genauso spreche ich auch auf der Baustelle. Ach so. Ja, oder nicht? Ich muss ja jetzt hier nicht auf Akademiker tun, nur weil eine Kamera dabei ist, oder? Das sind Funkgeräte, außerordentlich gut für den Gebrauch, wenn man sich nicht so gut hören kann. Weil hier sind ungefähr so 25 Meter zwischen den beiden Endgeräten, Ohren. Ne? Der eine kann nicht so laut schreien, deswegen nehmen wir hier so ein Funkgerät, damit wir uns besser hören können. Das kann man hier so einklippen. Guck mal hier. Oder so. Oder wir machen uns das hier vielleicht irgendwo anders dran. Hier ist er da. So ist besser. Okay, gut. Ja, wir reißen ja heute von beiden Seiten ab. Und auf der anderen Seite fängt Lucky, Andreas, Philipp und Flo einmal an. Und Sebastian, Robin und ich werden hier auf der Innenhofseite anfangen. Erstmal Ziegel runter, Latten runter und dann kümmern wir uns einmal um den Abschnitt da für den Dachstuhl. Geil, gut. Okay? Yep. Cool. Ready, steady, go. Das ist ja nicht schlimm, dann ist ja egal, dann fangen wir von der Seite an. Aber ungefähr die Flucht beim Treppenhaus nehmt ihr dann auch bis dahin an, ne, dass wir den Teil erstmal komplett runter haben. Wir ziehen komplett hinten runter, auf der Seite. Bis hinten hin. Bis hinten hin. Ja, dann müssen wir uns aber auch noch abplanen, ne? Ja, sicher. Planen haben wir doch genug neue hier. Machen wir, ne? Starten wir so einen kleinen, untereinander so einen Wettbewerb? Wer erster fertig ist? Komm! Wir können auch Flo haben. Am Ende des Tages rechnen wir nach Fleck ab. Okay, können wir noch Flo haben. Sowieso. Der Verlierer gibt morgen Kaffee aus. Nein! Also, das ist ja gefährlich hier, doch. Ja, das geht schon mal besser hier, doch. Scheiß Wohlstand. Oh! So. Packen Werkzeug einmal hier in die Ecke. Dann haben wir immer freien Lauf. Und dann geht's los. Los geht's los. Ja, der Kranfahrer braucht noch eine halbe Stunde, bis er hier ist. Ich gebe euch 4 Zigaretten-Leg Vorsprung. Kann ich noch einen anzünden? Noch einen. Und vorher als allererstes, Pippo, Radio an. Techno und dann kann der Tag starten. Wie immer, ganz klassisch, Beats Radio. Ah, da kommt er, da kommt er. Bist du soweit zufrieden, wie das so läuft? Soweit ganz gut, ja. Wir sind gleich mit dem ersten, ich würde mal sagen, Drittel fertig mit Ziegel abreißen. Und dann werden wir stepweise die Sparren wegfahren. 3 am Stück, auf dem Anhänger gelagert sofort. Ich denke mal, bis da hinten werden wir heute alles einmal... Oh, Vorsicht, da hinten. Robin! Schön durch den Lappen gefallen. Ja. So habe ich mir auch mal die Rippen gebrochen. Immer aufpassen, ne? Immer schön mittig auf den Sparren gehen. Und aufpassen, dass die Nägel alle drin sind. Ja, toll! Los, voll! Wie läuft es bei dir so? Mir läuft es immer gut. Und in der Beziehung? Bestens. Ich kann mich nicht beschweren. Du kannst ja von hier starten, ja, wir starten ja, von genau, da. Lucky, einmal Baum auf, dass er einmal reindrehen kann. Ja, warte, ich fahre jetzt sowieso einmal rechts. Achso, ja, dann ist egal. Wir fangen jetzt links an. Komm, gut. Philipp! Ja, ich warte auf dich! Ab.
Viertel nach Zeit. Wenn wir den Teil hier einmal komplett drin haben mit den Ziegeln, dann reißen wir einmal den Dachstuhl ab. Wir machen das jeweils, dass wir zwei Felder, sprich drei Sparren, einmal komplett in eins runternehmen und Offenhänger draufpacken. Der weitere Ablauf wäre hier unten. Da haben wir schon mal auf jeden Fall so eine kleine Frist vorbereitet und ziehen dann eine komplette Plane, so dass das Wasser nach links und rechts ablaufen kann. Hätten wir den Teil auf jeden Fall schon mal komplett dicht. Genau. Was? Pausenzeiten sind einzuhalten. Wir machen jetzt Frühstück, bereiten den Anhänger vor, alles unten, und dann geht's ab mit dem Holzabriss. Der Dachstuhl muss weg. Schnell, damit wir gleich weitermachen können. Komm, schnell eine Toilette. Vielleicht komme ich nachher dann nochmal vorbei. Ich glaube, das ist eh viel zu hoch für dich. Du musst da hoch, ne? Ich habe eben deine Story gesehen, Carsten. Das hat mir ein bisschen Angst bereitet, tatsächlich. Ja. Bis auf den Fierst, Anna. Von hier bis nach oben würdest du mich tragen? Ja, natürlich. Mit dem Kran. Oh, ich muss hier lang, ey. Oh. Einsame Spitze. Der im Hintergrund ist, da ziehen wir die Ziegel mit runter und mit dem großen LKW-Kran, da ziehen wir die Sparren, also den Dachstuhl, decken wir halt alles mit ab. So sind wir, ne? ZEP-Team, dafür sind wir bekannt. Ich hab schon Gänsehaut von dem Kran. Lass es sein! Mit dem Akku oder ohne den Akku? Also ohne den Akku. Schaffen wir heute leider nicht alles abzureißen, das war aber von vornherein klar. Wir werden jetzt anfangen abzuplanen, damit wir das heute Nacht alles dicht kriegen, beziehungsweise für heute Nacht alles dicht kriegen. Und dann wird morgen weiter abgerissen. Dann ist morgen der ganze Dachstuhl unten und dann kommt dann irgendwann der neue. Jetzt ist Mittag. Jetzt werden erstmal Nudeln von gestern reingeschraubt. Hart sitzen. Wir fahren mal Spritpanel. Was? Wir fahren mal Spritpanel. Ach Andreas, was ist eine Baustelle hier? Ist doch klasse. Zwei Stündchen noch, dann ist der Drops gelutscht für heute. Wenn Sigi die Plane bis dahin drauf hat. Dafür ist Lucky, Andreas, Philipp gleich zuständig. Flo macht unten so alles sauber gleich. Und Robin, Sebastian und ich planen schon mal den Rest des Daches einmal ab. Ja, top, Jungs. Machen wir so. Avanti, avanti, los. Ich höre nicht, was er sagt. Der filmt immer noch. Ich muss dich auf Toilette äugen. Das war nur ein Spaß. Also das muss echt mal aufhören, hier nur 5 Minuten Pause, Mittagspause zu machen. Ne? Volle Kanne ZEP-Team. Ja, 2 Minuten Pause gemacht. Schon wieder Arbeit. Mann, ey. Endlich wieder Arbeit, Mann. Woo! Ja, hier nehmen wir noch so ein bisschen Dübel und die Bohrmaschine mit, damit wir schön an der Giebelwand die Plane einmal mit Latten festdübeln können und da auf jeden Fall auch kein Regen durchkommt. Direkt nach dem Mittagessen, so ein Schock. Nach dem Essen lachen kein Schock, Mann. Kurz die Verwirrung ist verwirrt. Hey.
ne? Weißer Helm ist immer BG oder Bauleitung, natürlich. BG? Ja, weißt du, mit wem du sprichst hier, ne? Bauleitung. Eine Plane. Die machen wir jetzt hier an dieser Wand noch fest und dann planen wir hier alles ab, dass hier alles schön dicht ist. Falls es regnet. Weil morgen geht es hier wieder mit Fullgas weiter. Hey, tschüss, ne? Kassen! Guter Typ, ey. Statement gerade ist, wir versuchen jetzt hier alles abzuplanen, sodass das Ganze regensicher ist. Tagesziel, würde ich sogar sagen, haben wir erfüllt. Wir würden dementsprechend gleich auch komplett alles aufräumen. Ich glaube, wir werden noch fahren und gleich auch Feier machen. Ganz wichtig ist es bei uns, die Maschinen zum Arbeitsende abzupusten. Nicht du. Oh, sorry. Tagesfazit, Top-Truppe, super Arbeit, kein Regen. Was wir schaffen wollten, haben wir geschafft. 10 von 10 wohl. Dafür, dass du Matt Black, der ist auch einfach nur doof, ne? Der sieht doch, dass hier gefilmt wird und dann quatscht er mich die ganze Zeit voll. Was ist denn? Sehe ich nicht. Ja. Hey, Alter, hier ist immer was los. Jo, ja, nee. Hat aber Spaß gemacht. Du musst aber auch sehen, es ist ja nicht jeder Tag so, aber so, solche Tage sind halt auch mal cool zu sehen. Und gerade im Sanierungsbereich, so wie wir das halt bei uns zu 80-75% machen, ist das schon fast Alltag bei uns, nur so ein großes Ding ist natürlich immer mal cool zu sehen. Und gerade mit der Truppe macht es halt natürlich richtig viel Spaß. Und wenn du da ein paar Leute dabei hast, die was drauf haben und Azubis und so, du siehst, die haben alle Spaß. Wird man ja auch wahrscheinlich im Video sehen. Und ja, ist einfach geil, Zimmermann zu sein, ne? Ja. Ist Feierabend? Es ist jetzt Feierabend. Ach, war ja auch lang. Gute Hochzeit. Ja. Weggefahren. Hey, tschüss! Tschüss, bis morgen! Tschüss! Müssen wir was aufladen? Nee, ne? Nö. Einfach rein, ne? Jo. Fährst du da hinten rein? Jo. Hinten besser, ne? Komm, dann steige ich gleich einmal aus, dann kann ich die einweisen. Kannst du gerne machen. Besser machen, guckt einer, oder? Mhm. Oh, nur weil Eugen gerade da steht. Ja, ja. Jo, jetzt zurück. Wir haben da alles im Bauwagen gelassen, damit wir morgen direkt wieder anfangen können. Warte mal kurz auf den Vorarbeiter, der gerade reinkommt. Naja. Ja, wunder, dass er noch so fetter geht, ey. Ja. Ich muss noch ein paar Jahre arbeiten. Jo, habt ihr das heute gleich mitgebracht hier oder was? Was? Hi! Schön hier zu sein. Okay, gut, ja, dann machen wir das so. Wie gesagt, hat sich keiner verletzt heute. Baustelle sauber, hatten wir Glück mit dem Wetter. Ich denke mal, morgen wird der Rest abgerissen und ja, verletzt euch nicht da und bleibt weiter so fleißig. Habt ihr auf jeden Fall alle sehr, sehr gut gemacht. Chef, du bist der Beste, geilste. Schön Feierabend. Feierabend. Schnell weg, schnell weg.